Mom, vielleicht solltest du nicht andauernd vorbeikommen. Aber ich sehe dich ja überhaupt nicht mehr. Naja, weißt du, ich habe einen Haufen Arbeit. Deshalb, ich muss unglaublich viel recherchieren, was ich damit sagen will. Ich bin wirklich nicht in der Lage, besonders unterhaltsam zu sein. Ich habe gerade keine guten Geschichten. Ist da was, worüber du mit mir reden willst? Hörst du nicht, was ich dir gerade sage? Im Augenblick brauche ich dringend Zeit, um zu schreiben, okay? Das hier, das ist mein Büro. Mein Schreibtisch steht hier und das sind meine Mitarbeiter. Wenn ich in einem richtigen Büro wäre, würdest du auch nicht kommen und dich auf meinen Schreibtisch setzen und meine Mitarbeiter streicheln, oder? Nein. Ich habe mit meiner Therapeutin darüber gesprochen und ich denke, es ist soweit, dass wir ein paar Grenzen ziehen. Klar. Ich hab's verstanden. Du willst schreiben und ich soll dein Büro verlassen. Aber das heißt nicht, dass du sofort gehen musst. Nein, ist schon gut. Ich will von niemandem irgendwelche Grenzen überschreiten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie ständig Wut verspürt. Sie behandeln sie doch schon eine Weile. War sie von Anfang an so wütend?